Star Citizen übersetzt. Euer Blick hinter die Kulisse der Spielentwicklung von Star Citizen. Ja, nach einer Pause im Oktober geht es jetzt weiter. Heute übersetze ich euch das Inside Star Citizen vom Donnerstag, den 29. Oktober 2020. Keine Exkurse diesmal dabei. Es gab keine Fremdwörter zu erklären, keine eingesetzten Technologien, Mechaniken, Werkzeuge. Dennoch ganz, ganz spannende Inhalte, insbesondere zum Gameplay-Element des Schiffsingenieurs. Dann gab es am Freitag, dem 30. Oktober, ein Calling All Devs. Das übersetze ich euch. Und es gibt ein Star Citizen-Käffchen. Das kennt ihr schon. Dann setze ich mich hier hin und erzähle ein bisschen dies und das. Unter anderem einige Themen, die ich aus Spektrum aufgeschnappt habe. Meine Unterstützer auf Tippi kennen das schon. Für die hatte ich das exklusiv mal übersetzt und in einem Video rausgebracht. Aber ich nehme das hier nochmal auf in diesem Rahmen. Für alle diejenigen von euch, die sich mit den Themen noch nicht beschäftigt haben, an denen das vielleicht vorbeigegangen ist. Und zwar geht es um Spawnlocker, Monster-Spawnlocker. Die Quantas werden angesprochen, das Technical Debt, die iCache-Technologie. Auch da eine neue Erkenntnis, also zumindest für mich neu. Und warum das Thema so erzwichtig ist, wobei ich gar nicht weiß, ob ich das nicht schon erzählt habe. Server-Object-Container-Streaming wird angesprochen und die globale Persistenz. Und dann denke ich, haben wir viele Themen, über die sich lohnt zu sprechen und womit wir jetzt starten. Eingerahmt wird das heutige ESC von einer grandiosen Performance von Jared Huckabee als Count Disco. Kann man einfach nicht übersetzen. Solltet ihr euch in jedem Fall, auch wenn ihr des Englischen nicht mächtig seid, anschauen, mit deutschem Untertitel dann eingeschaltet. Weil das hat er wirklich super hingekriegt. Blende ich aber an dieser Stelle aus, weil es ausschließlich um die fachlichen Inhalte des Inside Star Citizen gehen soll. In diesem ersten Teil wird viel über UIs und HUDs berichtet, deshalb kurz erklärt, wo der Unterschied von beidem liegt. UI, das User Interface, die Benutzeroberfläche, bezieht sich auf die Methoden, Tastatursteuerung, Maus, HOTAS und Schnittstellen, über die ein Benutzer mit dem Spiel interagiert, im Regelfall also die Bildschirmanzeigen. Das HUD, das Head-Up-Display, ist die Methode, mit der Informationen als Teil des UIs, der Benutzeroberfläche eines Spiels, visuell dem Spieler vermittelt werden. Das HUD, das Head-Up-Display, ist also ein Teil des UIs. Und damit gehen wir jetzt rein in das Inside Star Citizen. Die UIs, die man in Filmen wie zum Beispiel bei Iron Man in Avengers sieht, das ist dazu gedacht, für 2 Sekunden zu wirken. Wenn man etwas derartiges im Spiel haben möchte, aber als dauerhafte, nützliche Einblendung, dann wird das etwas komplizierter, weil man 40, 50 Informationen gleichzeitig auf dem Head-Up-Display unterbringen muss. Dabei steht nicht die Coolness, sondern die Funktionalität im Vordergrund. CRG findet das existierende UI okay, möchte aber die Qualität noch weiter erhöhen. Dazu gibt es eine Liste, was auf dem HUD angezeigt werden muss. Hinsichtlich der verschiedenen Hersteller, in diesem Fall Aegis, ist es natürlich auch das Aussehen, der Look. Dabei soll das Display trotzdem aufgeräumt wirken und gut lesbar sein. Die Symbole werden dazu in Gruppen unterteilt und sollen sich innerhalb der Gruppe visuell schlüssig zusammenfügen. Weiterhin sollen sich Informationen nicht überlappen. Links in den Cockpit-Anzeigen findet man alle flugrelevanten Daten, rechts themenspezifische Informationen.
Beim Überarbeiten der Anzeigen hat man sich auch den Wünschen der Fans gewidmet und so zum Beispiel einen Kompass eingebaut, um die Orientierung sowohl in Atmosphären als auch im Weltraum zu erleichtern. Außerdem gibt es einen Höhenmesser, ein Altimeter, um so den Flug über Planeten und Mondoberflächen präziser zu ermöglichen. Ein Balanceakt beim Entwickeln neuer HUDs ist die Abstimmung zwischen den Grafikern und Designern, weil die Designer häufig nicht zufrieden sind mit den Entwürfen der Grafiker. Hintergrund ist, dass es für die Designer nicht ausschließlich toll aussehen muss, sondern insbesondere Gameplay-Informationen vermitteln soll. Die Designer stellen dann also sicher, dass alles aufgeräumt und gut lesbar ist, geben es zurück zu den Grafikern und so geht es dann einige Male hin und her, bis beide Seiten zufrieden sind. Werfen wir einen Blick auf die neuen Features. Übrigens, Achtung, links oben eingeblendet sehen wir eine Karte. Interessantes, im Inside Star Citizen unerwähnt gebliebenes Detail. Am oberen Rand des HUDs finden wir maßgeblich die Warnhinweise, zum Beispiel für Systemausfälle oder drohende Zusammenstöße. Direkt darunter befindet sich die Anzeige für Emissionen und EM- und IR-Signaturen und Cross-Signature-Signaturen, eine Anzeige, die für das Stealth-Gameplay sehr wichtig ist. Darunter befindet sich sozusagen der Körper, der Hauptteil des HUDs, der wesentlich breiter ist als das, was wir aktuell im Spiel haben. Hier gibt es alle flugrelevanten Informationen wie Geschwindigkeit, Schubkraft, Treibstofffüllstand, Altimeter und so weiter. Darunter zuletzt befinden sich diese zwei schräg zulaufenden Anzeigen. Dabei sind links, wie zuvor erwähnt, die flugrelevanten Anzeigen zu finden wie Coupled, Decoupled, ESP und Fahrwerkstatus, rechts hingegen Anzeigen für spezifischere Informationen, der Füllstand der Abwehrmaßnahmen und der Waffenmodus, also Auto-Gimbaled, Manual-Gimbaled, manuell, kardanisch aufgehängt oder Fixed-Gimbaled. Die kleinen dreidimensionalen Kugeln darüber geben einen Hinweis darauf, in welche Richtung sich unser Raumschiff bewegt, weil häufig unsere Flugrichtung nicht der Bugausrichtung unseres Schiffes entspricht. Die Building-Block-Technologie hilft außerdem dabei, verschiedene Layer, verschiedene Schichten an Anzeigen unterzubringen, wie zum Beispiel hier eingeblendet den dreidimensionalen holographischen Look. All die entwickelten Layer werden dann zum Vehicle Feature Team weitergereicht, damit die mit der Implementierung beginnen können. Aktuell legt man finale Hand ans Design der MFDs an, der Multifunktionsdisplays in den Schiffen. Und natürlich gibt es neben Aegis noch eine Menge anderer Hersteller im Spiel, für die ebenfalls individuelle UIs entwickelt werden müssen. Da man bei Aegis jetzt die Pionierarbeit geleistet hat, sollten die Arbeiten an den UIs der anderen Hersteller schneller umzusetzen sein. Nach einer weiteren Einlage von Count Disco, wie gesagt, super toll, auf jeden Fall angucken, nicht verpassen, geht es weiter zum Prototyping des Engineering Gameplays. Und jetzt Achtung, aufgepasst, das Thema ist mordsspannend. Dan Truffin beginnt zu erzählen, dass der Hintergrund von Prototyping, der Prototypisierung, es ist, zu erkennen und zu beweisen, dass ein entwickeltes Gameplay-Element Spaß macht. Wenn man bereits in dieser Phase feststellt, dass das Gameplay-Element keinen Spaß macht, dann kann man es noch so hübsch machen und so bunt verkleiden, wie man will. Es wird kein gutes, kein spaßbringendes Gameplay-Element daraus werden. In diesem Fall geht es um das Ressourcenmanagement. Und hierzu hat CRG die Idee, dass es nur einen Weg geben soll, Schiffsressourcen zu steuern und zu verwalten. Einen Weg, sie zu generieren und einen Weg, sie zu verbrauchen. Alle Objekte, alle Komponenten eines Schiffes oder eines geschlossenen Komponentensystems nutzen also dasselbe System. CRG hat also das hier zu sehende kleine Beispiel eines Schiffes erstellt, in dem es einen Energiegenerator gibt, einen Treibstofftank, eine Batterie, Lichter, Geschütztürme und Waffen. Als nächstes hat CRG ein Prioritätssystem zugrunde gelegt, denn zum Beispiel sollen die Lichter nicht dieselbe Priorität haben wie die Waffen oder der Energiegenerator. Sobald jetzt die Simulation gestartet wird, meldet der Energiegenerator den Status online, benötigt aber Treibstoff aus den Treibstofftanks. Alle Komponenten beginnen nun, Energie vom Energiegenerator abzuziehen. Sobald wir also den Treibstofftank befüllen, beginnt der Generator damit, Energie zu produzieren und da die erzeugte Energie höher ist als ihr Verbrauch, füllt sich die Batterie mit Energie. Aktiviert man die restlichen Komponenten, erhöht sich der Energieverbrauch entsprechend.
Diese Übersicht hier bietet Informationen über das Verhältnis Energieerzeugung zu Energieverbrauch. Schaltet man jetzt den Energiegenerator aus, weil er durch einen Angriff zerstört wurde oder von jemandem manipuliert wurde, versorgen sich die Komponenten aus der Batterie gespeicherten Energie, deren Füllstand nun stetig abnimmt. Demzufolge sollte man die großen Verbraucher deaktivieren, um Energie zu sparen. Und vielleicht braucht man nur noch die Frontlichter, weshalb die restlichen Lichter abgeschaltet werden können auf dem Schiff. Und so kommt man vielleicht zum nächsten Reststop, kann den Energiegenerator reparieren, womit sich die Batterie wieder füllt und wir die Komponenten dann wieder reaktivieren können. Das hier vorgestellte System war die erste Version, der Prototyp des Ressourcenmanagementsystems. Dieses System erlaubt es, CIG frei beliebige Schiffskonfigurationen zu erstellen. Wie man hier sehen kann, erkennen wir die Kontur einer Hammerhead. Sobald die Simulation gestartet wird, erkennt man, dass zwei Energiegeneratoren zu arbeiten beginnen und Treibstoff aus dem Treibstofftank anfordern, dessen Füllstand nun beginnt zu sinken. Die Batterie ist 100% gefüllt. Die blauen Kreise mit dem Kürzel RE, das sind Relais. Ein Relais ist ebenfalls ein Stromverbraucher. Im klassischen Sinne ist ein Relais ein elektromagnetischer Schalter und wird eingesetzt als Schaltverstärker und oder zur Trennung von Stromkreisen. Wenn also in diesem Hammerhead-Beispiel Energie vom Treibstofftank zum Energiegenerator, zur Batterie, zu Komponente X geleitet wird, geht der Verlauf immer über ein Relais, beziehungsweise immer über die Relais. Hierbei gilt, je weniger Relais man hat, desto geringer ist der Stromverbrauch, desto effizienter ist man. Je mehr Relais aktiv sind, desto höher ist die Systemredundanz und damit die Systemausfallsicherheit. Deaktiviert man nun also die Relais rund um den Energiegenerator hier im Flügel, ist dieser mit dem letzten Relais entsprechend inaktiv, weil er keine Energie mehr über die Relais verteilen kann. Nehmen wir nun an, die Hammerhead kommt in ein Gefecht, muss alle Geschütztürme aktivieren. Wir bemerken nun, dass sich die Lichter abschalten, weil die zur Verfügung stehende Energiekapazität nicht mehr ausreichend ist. Da die Lichter in der Priorisierung weit unten stehen, wird ihre Versorgung systemisch als erste gekappt. Eventueller leichter Mehrverbrauch wird vom Ladestand der Batterie kompensiert. Ist die Batterie nun aufgebraucht, schalten sich weitere Verbraucher nach und nach ab, wie zum Beispiel der Geschützturm am Flügel links oben im Bild. In so einem Fall ist es jetzt also wichtig, Schäden zu erkennen und zu reparieren, um spezifische Relais wieder zu reaktivieren. Sobald die Leitung steht, kann der zuvor isolierte Generator die Schiffskomponenten wieder mit Strom versorgen, alle Geschütztürme sind wieder online und wir sind wieder im Geschäft. Haben wir aber nun einen gewieften Saboteur an Bord, der die Systemstruktur kennt, kann er das Worst-Case-Szenario produzieren, indem er das Schiff sozusagen in zwei Hälften zerteilt. Wir sehen hier nun, dass der vordere Teil von sämtlichen Generatorzugängen abgeschnitten ist. Da die Batterie ebenfalls leer ist, ist der gesamte vordere Bereich des Schiffes tot. Hieraus ergibt sich jetzt auch die Funktion des Schiffsingenieurs. Dessen Aufgabe wird es sein, das Schiff so einsatzbereit und auch so effizient wie möglich zu halten, indem er sich darüber Gedanken macht, welche Verbraucher vielleicht gerade nicht benötigt werden oder im Ernstfall für Reparaturen und Energiewiederherstellung zu sorgen. Befindet man sich also mit irgendeinem Schiff, die Hammerhead hier wie gesagt nur exemplarisch, auf einem Frachthandelsflug, dann wäre es ineffizient, sämtliche Relais aktiviert zu haben, weil jedes Relais Energie verbraucht. Man kann also, wie Dan Truffin es hier zeigt, einige Relais abstellen und so Energie und damit Treibstoff sparen und trotzdem die volle Funktion des Schiffes beibehalten. Kommt man aber in einen Kampf in solch einer Situation und das Relais im vorderen Teil hier wird zerstört, verliert man sofort die Energieversorgung des gesamten Vorderbereiches. Im Ernstfall sollte man also die Versorgungssicherheit über die Energieeffizienz stellen und eine Systemredundanz herstellen. Nimmt man dieses System zusammen mit der Komponentenpriorisierung und der Möglichkeit der Energieverteilung inklusive des Übertaktens von Komponenten, wird uns jetzt klar, dass der Schiffsingenieur zukünftig eine ganz zentrale Rolle auf einem Multicrew-Schiff einnehmen wird. Das ist der aktuelle Stand der Prototypisierung des Ressourcenmanagements. Es wird noch eine nicht unerhebliche Zeit vergehen, bis wir das voll funktional im Spiel sehen werden, weil es nicht zuletzt eine Menge Systemkomponenten beeinflusst und, wieder einmal möchte ich sagen, eine Menge Dinge überarbeitet werden müssen.
Am Ende aber, hofft CIG, wird es dem Spiel einen großen Mehrwert geben hinsichtlich Spielspaß und Gameplay. Ja, bevor wir zum Calling All Devs gehen, kleines Zwischenfazit von mir, beziehungsweise hatte ich ja auch schon angeteasert am Anfang. Hochgradig spannend. Ich hatte nie wirklich verstanden, wie weitere Rollen im Multicrew-Schiff aussehen sollen, außer dem Piloten, ja, vielleicht noch dem Navigator, der eben irgendwie die Routenplanung übernimmt, aber selbst das könnte ja auch entsprechend der Pilot übernehmen. Und dann hätte man vielleicht noch die Leute in den Geschütztürmen, aber wer schon mal heute im Geschützturm gesessen hat, weiß auch, es gibt kaum ein langweiligeres Gameplay als möglicherweise Tontauben schießen. Es kommt also darauf an, dass außer dem Piloten die Schiffsmannschaft über mehrere Aufgaben verfügen. Und hat man dann dort jemanden, der sich wirklich gerade in den größeren Schiffen, also ich sag mal angefangen in diesem Fall hier bei einer Hammerhead oder auch schon angefangen bei einer Starfarer, der wirklich die Systemstruktur des Schiffes auswendig kennt, man also so einen kleinen Scotty dort an Bord hat, dann kann das im Ernstfall eine hochgradig spannende Geschichte sein, wenn das Schiff angegriffen wird, dann dort durch das Schiff zu touren, defekte Relais zu finden, zu reparieren, alles wieder zum Laufen zu kriegen, ein totes Schiff vielleicht doch noch dazu zu bringen, irgendwie die Flucht ergreifen zu können oder zurückschlagen zu können. Das kann ich mir sehr, sehr spannend vorstellen. Aber wenn ich mir überlege, auf was für einer Entwicklungsreise wir uns mit Star Citizen befinden, und der Dan Truffin so im versteckten Nebensatz sagt, naja, wir befinden uns ja ganz am Anfang und das wird noch einiges an Zeit dauern. Also dann tippe ich mal darauf, dass das locker 2 Jahre dauern könnte, bis wir das im Spiel sehen werden. Aber es ist essentiell und ehrlich gesagt warte ich da gerne drauf, weil, wie gesagt, das klingt hochgradig spannend und es wird mit Sicherheit eine Menge Menschen geben, die gar keinen Bock haben, irgendwo im Geschützturm zu sitzen oder Navigator zu sein, wenn sie gerade keins dieser großen Schiffe besitzen. Aber die Rolle des Schiffsingenieurs, die stelle ich mir als eine der spannendsten Rollen überhaupt vor. Und ja, wenn er gerade nicht gebraucht wird, kann er ja trotzdem noch in den Turm gehen oder Navigator sein oder wie auch immer. Wie gesagt, ich glaube, dass es nicht wirklich die eine Rolle gibt, neben dem Piloten oder meinetwegen vielleicht dem Kapitän, sondern dass wir in einem Multicrew-Schiff als menschliche Mitspieler, es wird ja auch NPC-Mannschaften geben, so dann die KI irgendwann mal zuverlässig funktioniert, sodass wir dort eben über mehrere Aufgaben und Rollen verfügen. Aber je mehr wir uns auf eine konzentrieren, auf eine Aufgabe, desto besser können wir darin natürlich sein. Hochgradig spannend. Die neuen UIs und HUDs gefallen mir sehr gut. Wie sie sich dann im Spiel geben, müssen wir einfach erfahren. Es sieht mir aber tatsächlich so aus, ich finde sie aktuell etwas unaufgeräumt, die Head-Up-Displays. Und das, was ich hier im Video gesehen habe, das wirkte in erster Instanz aufgeräumt und gut, muss ich dann aber im Live-Gameplay zeigen, ob es tatsächlich dann auch funktionabel ist. Ja, soweit mein Zwischenfazit. Gehen wir weiter zum Calling All Devs. Heute wird über das Thema Death of a Spaceman gesprochen, der Tod eines Raumfahrers. Und die letzten Informationen zu diesem Gameplay-Element gab es zuletzt im Jahre 2013, also vor 7 Jahren. Heute nun gibt es ein Update dazu und Gäste im Calling All Devs sind Richard Tyra, Core Gameplay Director, und Chris Roberts himself. Was bedeutet Death of a Spaceman in Gameplay-Hinsicht? Chris Roberts erklärt, dass das Sterben keine wirkliche Bedeutung hat im Spiel, weil es keine Konsequenzen birgt. Man stirbt, respawnt nach ein paar Sekunden und spielt weiter, quasi wo man vorher aufgehört hat. Death of a Spaceman soll dem Tod eben diese Konsequenz verleihen, dass die Spieler nicht so leichtfertig wie bislang ihren Bildschirmtod herbeiführen. Chris Roberts denkt hierbei an die frühen Computerspiele, insbesondere aus den 80er Jahren. Wenn man hier den Bildschirmtod erlitt, dann musste man einen ganzen Level oder gar das ganze Spiel von vorne beginnen. Auf der anderen Seite, wenn man sich ohne zu sterben durchgekämpft hatte, dann fühlte man sich stolz, einfach toll. Und solch ein Gefühl möchte er gerne auch für Star Citizen erzeugen, dass die Spieler sich beispielsweise um ihre Schiffe kümmern, sie warten und reparieren, anstatt es beim kleinsten Kratzer einfach zu zerstören, um es dann im perfekten Zustand umgehend zurückzuerhalten. Death of a Spaceman soll eine Verbindung zwischen dem Spieler und seinem Spieler-Avatar herstellen, die mitteilt: Das bist du. Pass gut auf dich auf. Bleib am Leben. Das bedeutet auch, wenn der Bildschirmtod eintritt,
dass man nicht mit diesem Avatar weiterspielen kann, weil der einzigartig ist. Nach dem Tod gehen also Besitz und Reputation an einen Erben weiter, seien es Familie, Kinder, Verwandte oder Freunde. Das Ziel ist es also, wenn nach einer langen Spielzeit von zum Beispiel einem Jahr sein Spielcharakter stirbt, man dann quasi an seiner eigenen Beerdigung teilnimmt und da auch das eine oder andere Tränchen vergießt, erklärt Chris Roberts. Deshalb ist das Medical Gameplay auch so wichtig, um die Möglichkeiten der Heilung kleiner bis schwerer Verletzungen zu heilen. Wie man sich vorstellen kann, ist das ein unvorstellbar komplexes System, für das noch längst nicht alle Bausteine entwickelt sind. Man hat die Ideen und grundsätzliche Funktionalitäten, sammelt aber weitere Erkenntnisse, Bausteine und Mechaniken, um sich dieser Idee des Death of a Spaceman Schritt um Schritt anzunähern. Einer der ersten Bausteine zur Entwicklung dieses sehr komplexen Gameplays ist tatsächlich bereits entwickelt, und zwar das Body Dragging, das Ziehen eines bewusstlosen oder toten Körpers. Es gibt drei Stadien, erklärt Richard Tyra, einer spielerischen Handlungsunfähigkeit. Das erste ist der Downstate, wo man sich überlegen muss, seine Freunde zu rufen, einen Notarzt oder seine Versicherung, um den vor der Schwelle des Todes stehenden Charakter wiederzubeleben und zu heilen. Der zweite Status ist der tatsächliche Tod, allerdings, ganz im Sinne von der Netflix-Serie Altered Carbon, kann man seine DNA in einen Klon transferieren und von dort aus weiterspielen. Der dritte Status ist der unrettbare Verlust des Avatars, womit alle Besitztümer und Reputation auf den festgelegten Erben übergehen. Die Überlegungen, die CRG aktuell anstellt, sind unter anderem, wie man diese Gameplay-Ansätze verknüpft mit dem medizinischen Heilungsgameplay und dem Actor-Status-System. Auch diese bereits implementierten Mechaniken wie Außen- und Körpertemperatur, Unterkühlung, Überhitzung und auch dem Verbluten oder Verhungern eines Charakters spielen in das große Big Picture Death of a Spaceman mit rein. All das wird mit in die nächste Iteration übernommen, die CIG Healing and Actor Status Tier 1 nennt, T1. Damit werden Drogen und ihre Auswirkungen implementiert, sowie Auswirkungen von Verletzungen auf das Bewegungsmodell. Befindet man sich in einem Kampf und wird von einem Projektil oder Laserschuss im Arm getroffen, so wird man diesen unter Umständen nicht mehr benutzen können und muss auf Einhandwaffen umsteigen. Wenn man diese Wunde nicht auf Sicht in einem Krankenhaus behandeln lässt und man nicht verblutet, dann wird sich diese Wunde nachhaltig auf den Gesundheitszustand des Spieleravatars auswirken. Diese und andere Situationen werden auch neue Gameplay-Elemente ermöglichen, zum Beispiel für Spieler, die andere zum Krankenhaus transportieren, weil sie durch gravierende Wunden im Bein nicht mehr aufstehen und laufen können. Medpens werden in diesem Zusammenhang keine Allzweckheilmittel mehr sein im Sinne von Spritze in den Arm, zerfetzter Körper wieder heile. Auch Unterkühlung wird man nicht einfach so verschwinden lassen können, sondern man wird sich in einer Krankenstation eines Schiffes behandeln lassen müssen und hoffen, dass es dort einen entsprechend versierten Arzt gibt. Wenn nicht, sollte man das nächstliegende Krankenhaus aufsuchen. Ignoriert man das alles, kann es sein, dass man entweder nach einer Operation oder auch nach einer DNA-Übertragung sich mit einer Prothese oder einem Glasauge im Verse wiederfindet, vielleicht auch, weil etwas an der DNA-Übertragung schiefgegangen ist. Man muss sich also genau überlegen, ob man mit einer Verletzung einfach weitermacht oder ob man den Zusatzaufwand auf sich nimmt und seinen Charakter heilen lässt. All diese beschriebenen Situationen und Elemente, all das wird die Art und Weise komplett verändern, wie Spieler Star Citizen spielen werden. Man wird nicht unvorbereitet in eine Höhle hineinstolpern, weil, wenn etwas passiert, dann respawnt man nicht mehr einfach. Es könnte zum unwiederbringlichen Ende des eigenen, liebgewonnenen Avatars werden. Man könnte schwere Verletzungen davontragen und später nur noch humpelnd durch die Gegend laufen. Und auch das physikalisierte Inventar und die Persistenz werden hier essentiell wichtig, weil man sich überlegen muss, was man auf seine Entdeckungstour mitnimmt, ob man vielleicht eine Wache beim Schiff zurücklässt, um das Schiff davor zu beschützen, dass es gestohlen wird. Gewicht wird eine Rolle spielen, sodass man sich überlegen sollte, ob es wirklich der Granatwerfer sein muss für die Höhlenerkundung oder doch ein paar leichtere, zur Höhlenerkundung nützlichere Dinge. Oder die Frage des Schiffes. Hat es eine Küche, die mich versorgen kann mit Nahrung und Trinken? Hat es vielleicht eine Krankenstation, um die Erstversorgung und damit das Überleben im Falle von Verletzungen sicherzustellen? Und weitergedacht, im Falle des ungeplanten Ablebens? Die Ausrüstung bleibt in diesem Falle dann
bei der Leiche. Respawnen wir also in einer Klonklinik, sollten wir uns auf den Weg zu unserem toten Alter Ego machen und gucken, ob man noch etwas von der Ausrüstung bergen kann. All diese vielen Aspekte und Mechaniken, von denen hier nur ein paar Auszüge skizziert worden sind, werden das Verhalten der Spieler im Verse komplett verändern. Leben und Überleben wird somit auch ein Wirtschaftszweig werden hinsichtlich der eventuellen Wiederbeschaffung von Ausrüstung, dem Bezahlen von Wachpersonal oder der Begleitung der Krankentransporte und der Hospitalbehandlung. Man bekommt also eine Idee davon, wie viele Systeme und Mechaniken hier ineinander greifen, die alle miteinander zum übergreifenden Begriff, zum Big Picture Death of a Spaceman führen. Alles soll sich also wie in einem möglichen realen Leben anfühlen und spielen, was Chris Roberts hier auch noch einmal bestätigt, dass sie versuchen, ein virtuelles Leben zu simulieren. Das wird noch einige Jahre dauern. Chris spricht hier vorsichtig von 1 bis 2 Jahren. Wir können also durchaus nochmal, basierend auf unseren bisherigen Erfahrungen, einen Multiplikator auf diese Zahl 2 packen. Aber CRG hat die ersten Schritte in der Entwicklung dieses Systems getan, wie zuvor beschrieben. Und mit der weiteren Entwicklung des Spiels ergeben sich immer mehr Systeme und Mechaniken, die dort mit hineinspielen. Die muss man im Rahmen der Entwicklung seitens CIG erkennen und dann miteinander verknüpfen, damit sie alle miteinander interagieren können, was eben seine Zeit dauern wird. Das ist übrigens auch das, was Chris Roberts häufig frustriert, erklärt er, dass die Spieler schreien, dass sie endlich das Spiel haben wollen oder Gameplay-Loops, ohne dabei das große, übergreifende Bild zu sehen, was Chris Roberts im Kopf hat und immer wieder zeichnet und erklärt. Viele Gameplay-Loops existieren schon, sind aber nicht miteinander verknüpft. Und es sind die Spieler, die in ihren Vorstellungen und Gedanken in alten Mustern verhaftet sind, weil sie ein Wing Commander oder ähnliches erwarten, wo Chris aber in eine völlig andere Richtung denkt. Nicht in einer Raumschiff-Simulation, sondern einer Simulation eines Second Life, eines virtuellen Lebens. Das ist das Problem der offenen Entwicklung, dass die Leute immer nur Teile sehen und dann fragen, warum man nicht dieses und jenes fertigstellt, während CRG ihrem Projektplan folgen auf dem Weg zu diesem erklärten, definierten großen Ziel. Chris sagt selber, das Spiel befände sich in einer Alpha, aber gemessen an dem anvisierten Endziel ist es das noch nicht, da noch viele Elemente fehlen, um hier Feature Complete zu werden. Es gibt schon einige Elemente, man kann eine gute Zeit im Spiel haben und jeden Tag sieht Chris großartige, coole Star Citizen Videos aus der Community. Aber sie sind noch lange nicht da, wiederholt er, wo sie hinwollen. Sie sehen die Matrix, erklärt Chris, aber sie haben noch nicht alle Elemente erstellt, um sie zum Laufen zu kriegen. Es muss nur klar sein, dass es keinen Big Bang geben wird. Es wird nicht eines Tages der Hebel umgelegt werden und dann ist alles da, sondern, wie zuvor skizziert, auch klar geworden sein dürfte, es wird im Laufe der Entwicklung insgesamt von Star Citizen nach und nach mitentwickelt werden. Als nächster Schritt steht jetzt das Medical Gameplay auf dem Plan. Hier als Fundament die Krankenhäuser, sodass man in die Krankenhäuser gehen und sich behandeln lassen kann. Das wäre also der Bereich, wo man seine DNA abspeichern kann und somit quasi einen Spielstand speichern. Und es wären entsprechend auch die Bereiche, wo man dann respawnen würde. Das angesprochene Actor Status Tier 1 wird entwickelt werden, inklusive der angesprochenen Drogen, seien es illegale Schwarzmarktwaren oder auch frei verfügbares Doping wie zum Beispiel Adrenalin oder ganz simpel Alkohol, von dessen zu intensiven Genuss man betrunken wird und für dessen Zustand man entsprechende Animationen und Bewegungsabläufe erstellen muss. Der MedPen, nochmal, wird in diesem Rahmen immer mehr an Bedeutung verlieren. Im richtigen Leben schmeißt man sich schließlich auch nicht eine Packung Paracetamol rein und ist wieder komplett geheilt und nüchtern. Drogen, welcher Art auch immer, können natürlich auch überdosiert werden und so nachhaltige gesundheitliche Schäden verursachen. Diese gesundheitlichen Schäden, auch die gesundheitlichen Schäden durch Verletzungen, wird man aber noch nicht in der ersten Iteration Tier Zero sehen, sondern hier erst einmal die Mechaniken entwickeln und implementieren, bevor es dann an die visuelle Umsetzung geht. Das sind die 3 nächsten großen Meilensteine. Definition und Implementierung des Fundaments, des Kern-Gameplay-Loops, als 2. die Krankenhäuser und als 3. Actor Status
Tier 1, hoffentlich alles parallel zur Entwicklung des physikalisierten Inventars. Und das war's mit dem Calling All Devs. Ja, Fazit heute, wow, das waren zwei richtig interessante, spannende Videos. Zuerst die Spielmechanik des Engineers, wie gesagt, was ich vorhin schon erzählte, was ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte. Wie kann es tatsächlich aussehen, Multicrew-Gameplay in einem Schiff? Ich hatte keine Idee davon und da sieht man mal, wie weit die Leute bei CRG wirklich denken und dass sie es tatsächlich schaffen, das umzusetzen, dort Gameplay zu ermöglichen außerhalb des Fliegens von Raumschiffen. Und was ich hier jetzt gerade gesehen habe, ich habe mit dem Thema Death of a Spaceman nie wirklich etwas anfangen können. Ich fand es so ein bisschen blöd, dass man dann seinen eigenen Charakter verliert und ich sah mich schon ständig dabei, meinen Charakter neu zu erstellen, weil ich meine, wie ist es heute? Man stirbt ja andauernd bei jeder kleinsten Verletzung. Aber das, so verstehe ich es, wird sich dann auch ändern. Sie müssen, denke ich, das Verletzungsmodell noch viel feiner ausarbeiten. Und ja, sowas wie die Cutlass Red und die Apollo, das werden ganz wichtige Schiffe werden. Und ich denke auch, heute ist es ja so, das lese ich immer wieder im Chat oder in den Foren, in den öffentlichen sozialen Medien, dass sich Spieler gegenseitig die Tipps geben, nicht auf Hilferufe zu reagieren, weil das sind nur Griefer, die einen abschießen wollen. Ich kann mir vorstellen und ich hoffe, dass CRG das in den Griff bekommt, dass sich das auch relativiert, je mehr Spieler ins Spiel kommen und wenn dann wirklich das Leben etwas wert ist des eigenen Spieleravatars und die Griefer dann vielleicht auch selber feststellen irgendwann, dass es eigentlich keinen Spaß macht, wenn man immer wieder gejagt und niedergeschossen wird für sein Tun oder dass man vielleicht irgendwie eigentlich nur noch sich in den Clasher-Gefängnissen aufhält. Das ist ja auch, sie wollen es einem ja madig machen, dieses Griefen. Dass das dann zu einer Regulierung, zu einer Eigenregulierung des Spielerlebnisses führt. Das ist ein ganz, ganz großes Ziel. Groß im Sinne von sehr schwierig. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob das wirklich so umzusetzen ist, wie Sie sich das vorstellen. Und ich weiß nicht, so in den letzten Monaten oder auch Wochen, eher Wochen, kommt mir immer wieder diese Idee, wenn ich die Videos gucke, alter Schwede, wir sind noch weit, weit von einer Beta von Star Citizen entfernt. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind wir heute auf einem technischen Stand, wo das Fundament, das Grundgerüst von Star Citizen im groben Zügen steht und wo das Gameplay selber möglich sein wird. Was sie jetzt eben machen müssen, ist, diese vielen anderen Gameplay-Elemente, was sie gerade beschrieben haben, zu entwickeln. Und vielleicht reichen dann ja sogar die 2 Jahre. Ich weiß es nicht. Ich bin so ein bisschen stutzig geworden, als der Dan Truffin vorhin sagte, ach ja, da müssen wir noch vieles wieder umschreiben. Und dann kriege ich immer eine Krise, wenn die dann wieder anfangen, ihren Code umzuschreiben. Das hat ja schon einige Male jetzt stattgefunden und hat jedes Mal irrsinnig viel Zeit gekostet und zu vielen, vielen Fehlern geführt. Und wenn ich mir das hier angucke, Death of a Spaceman und was da alles mit hineinspielt, das ist ja ein irrsinnig komplexes System. Nicht, dass sie da dann zum x-ten wiederholten Mal schon wieder anfangen müssen, irgendwelchen Programmcode umzuschreiben. Oh Gott. Also dann kann es tatsächlich, dann werden wir nicht mal 2025 das Spiel so erleben. Aber ja, der Weg ist das Ziel, heißt es auch. Wir Unterstützer begleiten ja das Spiel aus einem bestimmten Grund, weil wir heute bereits Spaß daran haben, an dieser Vor-Alpha, wie Chris Roberts es ja auch nochmal erzählt hat. Es wird häufig erzählt, es ist eine Alpha. Ich muss das auch sagen, tatsächlich habe ich das in meinem Video, was ist Alpha, was ist Beta, tatsächlich auch so formuliert. Das Spiel ist noch nicht in der Alpha, weil wenn es Alpha wäre, dann wäre es Feature Complete. Es ist Pre-Alpha, es ist Vor-Alpha, weil wir uns auf dem Weg zur Alpha befinden.
Die Features werden zurzeit entwickelt. Das ist ganz wichtig und ich finde, die Selbstverständlichkeit, das Spiel ist in der Alpha, vielleicht sollten wir uns das nochmal überlegen, gerade jetzt, wo Chris Roberts das auch nochmal relativiert hat und gesagt hat, nee, wir sind eigentlich noch gar nicht in der Alpha, auch wenn er das so verkauft aus Marketing-Hinsicht. Klar, wir wollen ja auch weiter Geld verdienen und die Marketingarbeit, die sie hier tun, ist ein ganz essentieller Aspekt. Wenn morgen das Geld aufhören würde zu fließen, dann könnte Chris seine Vision, die er hier hat, die ja wirklich einzigartig ist in der Computerspielgeschichte, dann könnte er sie nicht umsetzen. Und insofern freue ich mich, dass dieses Jahr das finanziell erfolgreichste Jahr in der Entwicklung oder beziehungsweise auch in der Unterstützungsgeschichte von Star Citizen ist. Und ich würde mir wünschen, dass noch viele neue interessierte Menschen dazukommen und ihren Anteil an der Entwicklung beitragen, um Chris Roberts Vision dann zu erfüllen. Auch wenn ich persönlich mich so ein bisschen zurücklehne und denke, ist das nicht ein bisschen zu realistisch? Ist das nicht ein bisschen too much? Aber CRG ist ja auch sehr bedacht darauf, dass alles, was sie tun, Spaß macht und beim Spielen motiviert. Sie prototypisieren, das ist ja auch eine wichtige Erkenntnis von Dan Truffin vorhin, um eben zu überprüfen, macht das Spaß, was wir hier bauen. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass sie sich nicht egozentrisch hinsetzen und sagen, so, wir machen das jetzt und wenn es eben keinen Spaß macht, dann ist doch das Problem der Spieler. Nein, sie gucken sich das genau an, sie holen sich das Feedback der Spieler ein, sie holen sich Anregungen ein, sie versuchen das mit einfließen zu lassen, umzusetzen. Gefällt mir alles sehr gut. Und ich bin einfach sehr gespannt und freue mich einfach, die Entwicklungsreise von Star Citizen gemeinsam mit euch weiter zu begleiten und auch hoffentlich noch viele Videos dann für euch bauen zu können, weil das ist wirklich ein enorm spannendes Projekt. Ja, und jetzt bin ich schon mittendrin im Käffchen eigentlich, ne, und im Erzählen. Und deswegen hole ich jetzt mal eben das Käffchen-Intro aus der Tasche. Ja, gehen wir weiter zum Star Citizen Käffchen. Ein bisschen bla bla bla. Ein bisschen weniger Skript. Wie gefällt euch 3.11? Ich finde es toll. 3.10 war ich gar nicht drin. Hatte einen sehr hohen Frustfaktor. Viele Abstürze. Sehr viel negatives Feedback. 3.11 gibt es auch. Hier und da kritische Stimmen, die sich beklagen über Abstürze. Ja, es gibt sie. Ich bin für meine Verhältnisse relativ häufig jetzt in 3.11 unterwegs gewesen. Ich habe wahnsinnig viel Spaß an Planet Tech V4. Das sieht grandios aus, was CRG hier gebaut hat. Auch die Sichtweite ist ja sehr hoch geworden. Der Detailgrad auch bei entfernteren Landschaftsteilen sieht einfach toll aus. Also ich genieße jeden Ausflug sehr. Ich kann zum x-ten Mal irgendwo auf dem Planeten oder Mond fliegen und das wirkt immer wieder wirklich, wirklich toll. Und, wie gesagt, verhältnismäßig stabil. Es kommt immer darauf an, auch ich hatte Situationen, wo nach 5 Minuten plötzlich der Server crashte. Ich habe aber auch Spiele gehabt, wo ich 3 Stunden online war und mich dann ordentlich ausgeloggt habe. Sprich, also kein Server-Crash hatte. Und wie ihr alle wisst, bin ich Händler, habe auch da so meine Erfahrungen gesammelt. Auch das Handels-Gameplay funktioniert super. Wir sind im Konvoi mit Eskorte geflogen. Da gibt es im Moment Probleme. Ja, da muss man dann eben einigermaßen getrennt fliegen, nicht zusammen in den Quantum-Tunnel, damit man sich da nicht über den Haufen fliegt. Die Sache mit dem Geld überweisen, dass man also nicht zwingend ein Quantum
Bieten erzeugen muss, sondern einfach Geld überweisen kann als Dankeschön oder eben als Beteiligung. Das funktioniert auch super gut. Das System mit der Verteidigung der Raumstationen durch die KI, da bin ich noch nicht so richtig überzeugt von. Das Crime, das Law-System ist auch noch nicht so richtig dolle. Ich hatte bei irgendeiner total unsinnigen Gelegenheit, da muss ich jetzt mal drüber nachdenken, war das. Also einmal war es so, da hat sich mein Schiff verfangen. Ich war beim Einparken in den Hangar und plötzlich sollte ich gescannt werden, hatte aber gerade, weil die Hangartore, das ist ein ganz blöder Bug, die gehen ständig auf und zu, diese alten Mistdinger. Und manchmal funktioniert es, dann bleiben sie offen, manchmal eben gehen die plötzlich zu aus heiterem Himmel. Und wenn man Glück hat, erkennt man das frühzeitig, dann kann man nochmal wieder F11 drücken und die Landeanforderung nochmal neu anfordern. Die Landegenehmigung neu einfordern. In dem Fall war ich gerade so ein bisschen überfordert. Die Hangartore gingen zu und hinter mir stand so eine Security und wollte mich scannen. So, meine Caterpillar hat sich aber plötzlich in den Hangartoren verfangen und glitschte da und wackelte durch die Gegend, ding, 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 und hatte ständig irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 Meter pro Sekunde irgendwie drauf, weil die ständig ja, in den Hangartoren gefangen hin und her wippte, was dazu führte, dass ich am Ende $20.000 Strafe oder Alpha USC Strafe zahlen durfte, weil ich ja mein Schiff nicht angehalten habe. Also es sind so Bugs, ja, kann man hinterher drüber lachen, aber die sind so dämlich. Die sind einfach so unglaublich dämlich. Und bei einer zweiten Gelegenheit, da bin ich in eine Raumstation geflogen, habe einen Crime-Stat bekommen und wusste dann nicht mehr so richtig, wie ich jetzt diesen Crime-Stat loswerden sollte und bin dann eben von einer Wache abgeschossen worden, von einer KI-Wache, bin dann im Clasher-Gefängnis aufgewacht und das Clasher-Gefängnis, ja, es ist man läuft da rum, sammelt ein paar Steine, geht wieder raus. Also was CRG da versprochen hat mit von wegen Mehrwert und Spaß am Gefängnis-Gameplay, kann ich so nicht bestätigen. Ich finde es mal wieder eine ganz spannende Umgebung, die sie da gebaut haben. Und mal gucken, ob sie da wieder ein Spiel im Spiel draus basteln können. Letzten Endes ist es ja tatsächlich eine eigene Instanz, die ausgekoppelt ist, soweit ich das weiß, sodass das Verse davon selber eben nicht betroffen ist von der Berechnungslast. Vielleicht ist es später ja wirklich so eine Subkultur, Gefängnis-Gameplay. Jedenfalls haben sie da die ersten Schritte gelegt. Positives Fazit ist, ich fliege vorsichtiger und weil ich habe keinen Bock auf dieses hundslangweilige Gefängnis-Gameplay und sehe zu, dass ich keinen Crime-Stat kriege. Anderen ist es da nicht so, die sind da nicht so verlegen drum. So gab es inzwischen Vorfälle, habe ich gelesen, Pet-Ramming ist out. Gerade auf Grimhex ist es wohl so, dass Lösegeld versucht wird zu erpressen, indem sich Spieler vor Hangartore stellen und demjenigen, der starten möchte, dann sagen, so, du gibst mir jetzt mal eben irgendwie 10.000 Alpha UEC, sonst knall ich dich ab. Und das funktioniert auch, weil sobald man die Hangartore geöffnet hat, fliegen die Raketen in den Hangar rein und man explodiert und kommt nicht raus. Man kann natürlich dafür sorgen, die Hangartore geschlossen zu halten. Man könnte natürlich auch in der Community Bescheid sagen, hier, helft mir mal und jagt den mal vor die Hunde. Wir sollten uns immer vor Augen halten, dass im Grunde genommen Star Citizen ein MMO-RPG ist, also ein Multiplayer-Online-Role-Playing-Game, Stichwort Multi-Crew oder Multiplayer, Mehrspieler, es ist kein Singleplayer-Game, auch wenn es das später ermöglichen soll, aber eben das Keyword, das Schlüsselwort ist später. Nichtsdestotrotz, ich bin häufig alleine unterwegs und es kommt immer darauf an, auf was für einem Server man sich befindet. Stellt man fest, dass die sich schon toxisch dort im Chat kabbeln, habe ich auch gehabt, wo sich ein Möchtegern-Pirat köstlich darüber amüsierte, dass die anderen ja so doof sind, dass sie sich von ihm abschießen lassen und wie gesagt, war sehr, sehr toxisch, sehr unschön. Dann sollte man eigentlich so schlau sein und den Server gleich wieder verlassen, wenn man weiß, dass da so ein Idiot rumfliegt. Oder man holt sich eben ein paar Freunde und fängt an, den Menschen dort dann eben sein avisiertes, gewünschtes Gameplay zu geben.
Meistens sind die Leute, die sich auf Schwächere stürzen, die Lösegeld einfordern mit solchen feigen Geschichten wie eben Raketen auf den Hangar zu schießen. Meistens sind die meiner Erfahrung nach extrem schlecht im PvP-Gameplay und die sind dann auch relativ schnell verschwunden, wenn die ein bisschen Gegendruck bekommen. So als Tipp an der Stelle. Aber wie gesagt, wenn man allein ist und gerade keinen zur Hand hat, dann lohnt es sich auch häufig einfach mal die Instanz zu wechseln. Habt auch die Zeiten im Blick. Manchmal lohnt es sich eben, Sonntagabend um 20 Uhr eher auf den US-Server zu gehen, weil da dann eben noch nicht so eine Rush-Hour ist wie auf den EU-Servern. Das kann man auch immer noch im Blick behalten. Meines Erachtens außen vor lassen sollte man die australischen Server, weil da einfach die Serverkommunikation einfach zu lange dauert. Da kommt es dann immer wieder zu einer Desynchronisierung. Dann öffnet sich, was weiß ich, das Mobiglas nicht oder die Grafiken werden nicht vernünftig angezeigt und so weiter, weil der Datenbestand auf dem Client nicht dem des Servers entspricht und dann führt das auch häufig zu Fehlern. So meiner Erfahrung nach. Ja, ich bin sehr gespannt auf die Intergalactic Aerospace Expo, die jetzt ja am 20. November startet. Bei mir auf dem Discord in dem entsprechenden Bereich wird schon fleißig diskutiert, was da kommen wird und kommen mag. Wer von euch das noch nicht kennt, in den letzten Jahren war es immer so, dass es dort dann an verschiedenen Tagen bestimmte Hersteller sich vorgestellt haben, ihre Schiffe vorgestellt haben. Es gab Videos dazu und an jedem Tag konnte man die Schiffe des Herstellers kaufen. Früher war das so, dass man immer nur an dem Herstellertag die Schiffe des Herstellers kaufen konnte, nicht aber die der anderen. Im letzten Jahr konnte man, soweit ich mich jetzt korrekt erinnere, eigentlich an jedem Tag alle Schiffe kaufen oder war das retrospektiv? Das heißt, dass man immer jeden Tag, also dass man immer die Schiffe kaufen konnte des Herstellers, die in den Tagen zuvor schon vorgestellt wurden. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Werden wir dann ja sehen. Auf jeden Fall, ich lese häufig die Frage, oh, wann kommt wieder ein Sale, wann kann man dieses und jenes und welches Schiff kaufen? Im Rahmen dieser Intergalactic Aerospace Expo, die auf Microtech dieses Jahr stattfinden wird. Letztes Jahr hat sie auf oder in Area 18 stattgefunden, in dem großen Donut. Dieses Jahr auf in New Babbage, da gibt es dann einen neuen Spielbereich, einen neuen Bahnhof, wo man dann über die Expo gehen kann mit einem großen Gelände, wo man dann eben T-Shirts und Kappen kaufen kann. Und dann gibt es da Aufzüge, wo man in die jeweiligen Ausstellerräume kommt. Und dort kann man sich dann die ganze Woche im Regelfall alle Schiffe des Wurst kaufen. Ich glaube, es gab immer so 2-3 Schiffe, die nicht verkauft wurden, aus welchem Grund auch immer. Aber das wechselt immer und im Regelfall hat man wirklich genügend Gelegenheit, sein Weihnachtsgeld dort auf den Kopf zu hauen. Kommen wir noch zu fachlichen Dingen. 3.12 ist ja sehr ausgedünnt worden. Ich habe mir mal den Verlauf angeguckt, der Menge der Roadmap-Items. Das ist ja gesunken von ehemals fast 30 pro Patch-Release auf aktuell sind wir, glaube ich, bei 12. Also es hat sich auch so, ich denke, das wird sich so bei um und bei einem Dutzend bis 15 maßgeblichen Inhalten pro Patch einpendeln, was voll in Ordnung ist. Insofern denke ich, es wird vielleicht noch ein Überraschungsschiff geben, jetzt zur Intergalactic Aerospace Expo. Vielleicht wird das dann ja auch schon gleich Flight Ready in den Sale gebracht. Man weiß es nicht, da ist ja CRG auch immer für eine Überraschung gut. Ich kann mir eben vorstellen, dass da noch 1-2 Sachen in den 3.12er Patch reinkommen für Dezember. Na, kurz einen Schluck trinken. Am meisten freue ich mich bei dem Patch jetzt 3.12 auf das Spacecaping, weil es dann wieder jede Menge, hoffe ich, einfach würde ich mich freuen, neues Material zum Entdecken gibt. So die Erkunder von uns, Weltraumnebel und hoffentlich neue Points of Interest, heißt es ja, also interessante Punkte zum Entdecken. Das würde mich schon sehr, sehr freuen. Bin einfach sehr gespannt, was sie dort auch grafisch so auf die Reihe gestellt auf die Reihe bekommen haben und hoffe, dass das so beeindruckend aussieht, wie wir das im Inside Star Citizen vor einigen Wochen vorgestellt bekommen haben. Ja, kommen wir nochmal zu den Inhalten, die ich aus Spektrum hier zusammengesammelt habe, die auch hier und da schon besprochen wurden. Da geht es zum einen um Spawn Locker.
Monster spawn locker. Also das sind Bereiche, aus denen oder in denen Monster respektive auch NPCs spawnen und dann in die Welt entlassen werden und auch vice versa, die dann in diese Räume, in diese Bereiche reingehen und dort despawnen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden oder wenn sie ihre Aufgabe durchgeführt haben. Und der hat halt gefragt, dieser User, naja, ob es denn diese Spawn-Locker auch geben wird in Star Citizen, weil es wird die Immersion doch stören. Und nicht zuletzt hat ja CIG auch mehrmals gesagt oder verkündet, dass jeder NPC einen individuellen Tagesablauf haben wird und Berufe und ja, eigene Interessen, eigene Motivationen. Wenn jetzt NPCs plötzlich auftauchen aus diesen Spawnlockern und wieder rausgehen, aus dem Verse, also wieder reingehen in diese Spawnlocker, dann wäre das doch komisch. Außerdem könnten das auch die Spieler, wie auch immer geartet, für sich nutzen und in diese Spawnlocker eben reinspringen. Und dieser Frage hat sich Chad McKinney angenommen, der sagt, ja, Spawnlocker werden in der Tat Teil der langfristigen Lösung des Spiels sein. Aber die NPCs werden in Klassen unterteilt. Es gibt eben die unwichtigen NPCs, die rein über die Quantas simuliert und berechnet werden, um überhaupt die gewünschte Dynamik im Verse zu erhalten, auch hinsichtlich des Wirtschaftssystems, und die wirklich nur auftauchen und gespawnt werden, eben in diesen Spawnlockern, wenn ein Spieler in der Nähe ist. Dann wird es NPCs geben, die eine Stufe höher stehen, die zum Beispiel Teil einer Mission sind oder die bestimmten Zeitplänen folgen, die im Backend simuliert werden, aber nicht nur rein auf Basis der Quantas, sondern die ein bestimmtes Ziel verfolgen. Wenn man zum Beispiel auf so einen NPC trifft im Rahmen eines Vorgangs, wenn man zum Beispiel erwischt wurde beim Klauen oder wenn man jemanden umgelegt hat, dann verfolgt einen dieser NPC. Aber er despawnt auch, wenn man nicht in seinem Bereich ist. Kommt man aber wieder in seinen Bereich, er spawnt also dann wieder, sieht uns, erkennt uns, verfolgt uns wieder. Ist also temporär im Verse und hat auch einen Tag auf uns als Spieler. Das kann ja zum Beispiel ein Kopfgeldjäger sein, es kann Polizist sein oder wie auch immer, was da eben gelaufen ist und was sich das CIG ausdenken wird. Und dann gibt es eben die hochpriorisierten NPCs, die Missionsgeber, die ja quasi durchgängig berechnet werden, die dynamische Zeitpläne haben, wo jedes Detail des Lebens simuliert wird, die tatsächlich einen eigenen Tagesablauf haben, die ihrer Arbeit nachgehen, die ein Privatleben haben und was auch immer sich dort CIG ausdenken wird. Und so haben wir eben ein dreischichtiges, mindestens dreischichtiges System aus NPC, Backend-Simulation, Quanta, was dann eben das ganze Universum zum Leben erwecken wird und ja, wo dann natürlich zu hoffen bleibt, dass wir das erleben, was CIG uns versprochen hat, nämlich ein lebendiges, dynamisches Universum, bei dem wir später gar nicht mehr, oh, das wäre schön einfach, wenn es so wäre, gar nicht mehr unterscheiden können, stehen wir jetzt einem NPC gegenüber oder laufen wir einem NPC hinterher oder ist das eben ein Mensch? Wobei ich fast wage zu behaupten, das wird man schon am Namen erkennen. Aber mal gucken, was da so passiert. Dann kommt die altbekannte Frage, warum CIG sich nicht damit beschäftigt, mal die vielen doofen Fehler zu beheben. Das sogenannte Technical Debt, das heißt die technische Schuld. Man sollte also einen guten Mittelweg finden zwischen der Fehlerbereinigung und der Bereinigung des Programmcodes und ja, der Zeit, die man eben darin investiert gegenüber der Zeit, die man zum Entwickeln noch braucht. Und so antwortet Chad McKinney auf diese so häufig gestellte Frage, dass es ein Gleichgewicht ist, was ich gerade sagte, zwischen der Behebung von Fehlern und der Entwicklung von Funktionen. Und natürlich könnten sie sich jetzt hinsetzen und jeden Bild komplett fehlerfrei patchen, aber dann würde das zulasten gehen des Folgepatches. Und die oberste Priorität lautet ja, das Spiel fertigzustellen. Und so ist CIG auch bewusst, dass sie eben diese Fehler haben, aber solange es zu einem gewissen minimalen Grad spielbar, respektive testbar bleibt, akzeptieren sie es, kommt eben negatives Feedback der Community, es wird aufgenommen und es wird aber erstmal weiterentwickelt, solange die grundsätzlichen Funktionen
lauffähig sind, dass wir also abheben können, ein bisschen Geld verdienen, landen können und wenn dann eben die Hangartore immer wieder auf uns zugehen, wir das aber lösen können, indem wir nochmal eben wieder die Lande- oder Startgenehmigung anfordern, dann ist das eben als Workaround zu sehen und funktioniert dann in dem Fall. Und dass die Server andauernd crashen, das wird vermutlich eher nochmal wieder schlimmer werden, spätestens wenn das Server-Meshing reinkommt. Und das Server Object Container Streaming ist ja auch noch nicht am Ende der Entwicklung, da sind sie ja auch noch dabei. Und dann kam nochmal die Frage zum iCache. Das ist ja ein viel diskutiertes Thema, was wir in der Verse Night behandelt haben, was von diversen Creatoren, auch von Crash Academy Network aufgenommen wurde in einem, ich glaube, das war ein 3-Stunden-Video oder so, das war schon richtig krass, was die da dort aufgezogen haben. Und wie gesagt, der Mitch van Heiden bei uns in der Verse Night, der hatte auch ein richtig tolle Präsentation zu der ganzen technischen Hexenküche von CRG gebaut, wirklich sehenswert. Und es gab wieder Einträge dazu, was denn das iCache eigentlich ist, ob das iCache zum Beispiel für Ignite steht, also einem Programm von Apache heißt dann der Hersteller. Und bevor ich jetzt auf die Antwort von auch hier wieder Chad McKinney komme, möchte ich noch auf einen anderen User eingehen, der nämlich auch im Prinzip auf iCache hinaus geht mit seiner Frage. Der fragt nämlich, was ist eigentlich jetzt mit diesem Server Object Container Streaming? Funktioniert das jetzt wie beabsichtigt? Müssen wir auf eine Version 2 warten? Müssen da noch Werkzeuge gebaut werden? Wie ist eigentlich der Stand? Und hier kommt jetzt, wie soll ich sagen, hier fügt sich das Bild zusammen, in dem der Chad McKinney schreibt oder B schreibt, dass die Umstellung von iCache ganz essentiell ist, auch hinsichtlich der Datenbankbelegung, der Datenbank und der Serverkommunikation. Und wenn das steht, dann kann man eben auch den letzten Schliff an der Planung für das Server Object Container Streaming legen und darauf aufsetzen, wenn das funktioniert, dann die globale Persistenz. Und wenn das alles funktioniert, dann kann man eben in Richtung des Server-Meshing gehen. Und auch hier wurde schon mal erzählt, dass es überhaupt keinen Sinn macht, dieses Server-Meshing jetzt aufzusetzen, weil das ein hochgradig empfindliches System ist. Wenn wir also zurzeit Fehler haben bei instanzierten Servern, dann ist es ja so bei einem Server, bei dem Thema Server-Meshing, dass viele Server miteinander vernetzt werden, die sich ihre Last teilen. Und wenn dann solche Fehler auftreten, habe ich irgendwo im Spektrum gelesen, dann haben diese Fehler, die im Moment auf einer Instanz, also in einem abgeschlossenen Spielbereich dann passieren, die haben dann ja Auswirkungen auf das ganze Servernetz und haben eine exponentielle Auswirkung auf das Spielerlebnis. Könnte ganz dramatisch negative Folgen haben und deswegen ist das etwas, wenn alles wirklich super sauber läuft, deswegen glaube ich auch nicht, dass Server-Meshing in allzu naher Zukunft kommen wird. Ihr dürft mir da gerne widersprechen, aber das ist so meine Annahme. Deswegen glaube ich nicht, dass das in allzu naher Zukunft kommen wird und man hier noch ganz, ganz genau an den Vorarbeiten festhalten wird und das wirklich sauber zum Laufen bringt, bevor man dann an das Vernetzen der Server geht. Wobei ich nicht sagen möchte, dass sie nicht schon an Prototypen arbeiten. Klar, das ist jetzt nicht, das wird parallel entwickelt werden, da gehe ich einfach mal von aus. In dem Zusammenhang gab es auch viele Informationen. Was ist eigentlich dieses iCache? Gab es auch viele falsche Informationen. Da wurde zum Beispiel auf Reddit geschrieben, ja, iCache ist ein Backend-Datenbanksystem. Das negiert ja alleine schon der Name. iCache. Ein Cache kann keine Datenbank sein. Ein Cache ist immer ein flüchtiger Zwischenspeicher. Und ich habe dazu eine Erklärung gelesen, die klang für mich logisch, auch wenn CRG ja noch gar nicht wirklich konkret gesagt hat, was es eigentlich ist, aber sie klingt für mich logisch. Nämlich, dass es ein eigenständiger, eine Zwischenschicht ist sozusagen, ein eigenständiger Dienst zur Datenbankabfrage und temporären, also vorübergehenden Speicherung von Daten, die eben sicherstellt, dass Abfrage und Schreibbefehle an Datenbanken ja, gestapelt ausgeführt werden können und nicht jedes einzelne Element irgendwie abgerufen und berechnet und gespeichert werden muss auf Datenbanken, was einfach wesentlich länger dauert als in einem Cache. Und das dient dann letzten Endes auch dazu, den Netzwerkverkehr bzw. die Netzauslastung zu reduzieren, weil eben nicht so viel
an die Datenbanken gesendet werden muss. Dort wird es dann irgendwo abgelagert, dann wird es wieder abgerufen, sondern es wird alles in dieser Zwischenschicht, in dem Cache, in dem flüchtigen Zwischenspeicher, zwischengespeichert, abgerufen, weiterverwendet und so weiter. Wird also irgendwo eine Kaffeetasse eben auf Microtech hingestellt, wie Chris Roberts das immer so schön erzählt, dann wird eben eine wie auch immer geartete Datei, Batch-Datei, was weiß ich, irgendwo erstellt, im Cache zwischengespeichert und vermutlich auch auf parallel, also dass das redundant zwischengespeichert wird, wenn irgendwo ein Server im Rahmen, da sind wir jetzt bei dem Server-Meshing, wenn da irgendwo ein Server ausfällt und ein Teilbereich dieses iCache in irgendeiner Art und Weise betroffen sein könnte, dann denke ich mal, dass das eben gespiegelt wird, wie auch immer, sodass dieser Cache eben redundant geführt wird, sodass es hier eben nicht mehr zu Ausfällen kommt und diese Information vorhanden bleibt. Wie auch immer dann die Logik dahinter aussieht, wann ein Datensatz aus dem Cache-Speicher genommen und tatsächlich fix in der Datenbank abgelegt wird, lassen wir uns überraschen. Aber diese Erklärung, die ich dort gelesen habe, die fand ich einleuchtend, weil sie auch wirklich im Zusammenhang mit dem Wort Cache steht, Item Cache. Irgendwo werden also die Daten zwischengespeichert als Vorstufe zur nachhaltigen Datenbank. Genau, und so eben eine sehr hohe Dynamik zu gewährleisten. Ja, schauen wir mal. Ich denke mal, dass CRG, die sehen ja auch, die verfolgen ja die Community, die Ideen, die Fragen, die uns beschäftigen, die Videos gucken sie sich an und insofern werden die auch das gesteigerte Interesse an dem Thema iCache sehen und deswegen denke ich, dass es dazu irgendwann mal eine Sondersendung geben wird im Sinne eines Star Citizen Live oder eines Inside Star Citizen. Da wird auf jeden Fall was kommen, wenn sie sich hier die Karten gelegt haben und ja, sicher sind, wo sie eigentlich drauf los wollen und vielleicht auch erste Ergebnisse haben, dass es irgendwie funktioniert. Also sie werden jetzt nicht sagen, was sie in Theorie machen werden, sondern ich denke mal, wenn sie irgendwie erste vorzeigbare Ergebnisse haben, dann werden sie uns das auch erzählen. Das Thema mit der globalen Persistenz übrigens, was ja dann nachfolgend zum iCache kommt, wenn iCache also fertiggestellt ist, kommt die globale Persistenz. Das ist auch ein Problem. Ich lese das immer wieder, dass man sich im Schiff ausloggt und das funktioniert vielleicht einmal oder zweimal, aber beim dritten Mal landet man plötzlich irgendwo in der Mitte des Systems, mitten in der Sonne, ist mir auch schon einige Male passiert. Das ist tatsächlich ein Persistenzproblem, weil dann die Daten eben irgendwo durcheinander kommen an einer bestimmten Stelle, weil die Persistenz nur teilweise funktioniert und schon gar nicht diese globale Persistenz funktioniert. Das hat Chad McKinney auch irgendwo im Spektrum geschrieben, habe ich gelesen. Und wenn iCache funktioniert und die globale Persistenz funktioniert, dann sollte es möglich sein, auf seiner Carrack zu leben und sich dort ständig auszuloggen, wieder einzuloggen und das Schiff dann wirklich auch dort wieder auftaucht, wo wir es verlassen haben und nicht irgendwo mitten in der Sonne, mitten im System. Was ich übrigens noch spannend finde, ganz zum Ende, nochmal rückblickend auf das Inside Star Citizen, das war der Kompass. Und hier gab es auch eine Frage zu im Spektrum, wie das denn sein wird, ob wir Koordinaten bekommen werden. Wir sollen ja später auch mit Koordinaten arbeiten, wenn wir unbekannte Systeme erforschen. Und tatsächlich gibt es auch hier schon Pläne. Ja, Schluck Kaffee ist schon kalt. Und zwar hat Chad McKinney erklärt, dass die Koordinaten mithilfe eines verschachtelten Zonensystems implementiert werden, wobei ein Zonenhost verschieden groß sein kann. Ein Zonenhost kann ein ganzes Sonnensystem sein, ein Himmelskörper, es kann ein Raumschiff sein oder auch einfach ein Fahrzeug oder eine Raumstation. Und so ein Zonenhost ist eine Entität und kann, genau wie die Object-Container, ineinander geschachtelt werden. Und so kriegt man dann eine Baumstruktur, sodass man eben damit erreichen kann, dass ineinander geschachtelte Zonenhosts untereinander dann auch die gleiche Ausrichtung haben. Das heißt, wenn sich ein Zonenhost bewegt, also Zonenhost Raumschiff im Zonenhost Stanton-System, dann bewegen sich alle gehosteten Einheiten relativ dazu. Kann zum Beispiel sein, der Zonenhost Fahrzeug in dem Zonenhost Freelancer. Bewegt sich das Fahrzeug relativ zu dem Raumschiff. Gut, das Sonnensystem wird sich dann nicht bewegen, aber so verstehe ich das an der Stelle.
Und auch das ist eben möglich aufgrund der 64-Bit-Berechnung und die Mitte 0,0,0 wird dann eben das Zentrum eines Systems sein. Und wie sie das dann umsetzen werden, sind wir mal gespannt. Aber die Einrichtung des Kompass ist für mich so ein erstes Indiz, dass sie hier mindestens schon mal ein erstes Testsystem gebaut haben, dass sie hier daran weiterarbeiten werden und dass wir tatsächlich irgendwann richtig navigieren können werden. Finde ich auf jeden Fall auch eine spannende Information an der Stelle. Gut, damit haben wir wieder ein ausführliches Video mit einem abschließenden Käffchen zusammengenossen. Ich hoffe, ihr hattet eine interessante Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören, für euer Interesse. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer bei meinen Unterstützern auf tippi.com/astrosam, die mir mit dem einen und anderen Euro ihr Dankeschön geben für die Arbeit hier in den Videos. Kommt auch gerne dazu. Freue mich über jeden, der dabei ist. Für meine Tippi-Indianer gibt es auch das ein und andere extra. Und dann wünsche ich euch auf diesem Wege ein tolles Wochenende und wir hören uns ja dann zeitnah wieder, wenn es das nächste interessante Informationsmaterial gibt. Dann seht ihr mich wieder hier auf meinem Kanal. Lasst gerne ein Abo da. Dankeschön, schönes Wochenende. Tschüss.